Der gefährliche Mann mit der Nummer 20, Fachrutinov, auf dem Eis. Das Tor erzielt aber sein Stürmerkollege Anatoli Semyonov und dies nach 6 Minuten und 14 Sekunden. Das ist der Torschütze und hier kommt das Tor. Fachrutinov spielte zurück. Und dann die Sahne. Der Spielzug war so überraschend. Im Moment also der Block von Dynamo auf dem Eis, der für das bisher einzige Tor in diesem Spiel zeichnete. Way und Krüger waren das im Zusammenspiel und Anatoli Semyonov kann vorerst klären, jetzt die Chance, Tor! Tor durch Krüger zum Ausgleich. Nach genau 11 Spielminuten. Diesen Abpraller hat sich Krüger nicht entgehen lassen, wie wir es hier gleich noch einmal sehen werden. Schönes Tor von Krüger, das Garnick und Jan, also nur zwei Verteidigungslinien, bisher im Einsatz bei Schwenningen und Käfer, ist bisher nicht zum Zug gekommen. Ja, nichts zu machen hier für Köpfe. Das 2-2 für Dynamo Moskau erzielt durch Pajusov. Nach 16 Minuten und 22 Sekunden. Torstatistik, Schussstatistiken, wer war auf dem Eis? Bei Toren, die fielen für die eigene Mannschaft oder auch gegen die eigene Mannschaft. Das alles gibt dem Trainer gewisse Aufschlüsse, aber am Schluss muss gespielt werden und das machen die Spieler und die Schwenninger haben hier eine Ausgleichschance. Da fehlte nicht viel bei diesem Ralf-Krüger-Abschluss. Schuss von Vassiljev von der blauen Linie her. Schwenningen hält sich auch heute wieder gut. Good work, Steve. Hey guys. Come on, guys, keep this. Ready. Pour cette partie dont vous venez de voir ici l'égalisation de Schwenningen. 2-2 also, der überraschende Ausgleich hier. Und jetzt sind wir gespannt, wie die Reaktion ausfallen wird der Sowjet. Nach diesem Tor von Hathaway, Mali hatte zuerst geschossen. Und Hathaway hat dann den Ausgleich erzielt nach 7 Minuten und 6 Sekunden. Flügel konnte den Puck weit hinunter buxieren. Fehlstart beim nächsten Angriff und dann Maltsev. Oh, da sind viele frei. Vassiljev.
Torschütze ist Slipchenko. Oder Wladimir Semjonow, dem man hier gratuliert. Wir können es uns ja noch einmal anschauen. Semjonow. 4:2 jetzt also doch noch vor Beendigung des Mitteldrittels. Ein dummer Treffer, ein vermeidbarer Treffer. Hier sehen Sie die Entstehung. Und sofort war einer da, um zu erben. Ist nicht gerade erhebend. Jetzt allerdings das 5:2. Dem die Moskauer eine ganze Weile nachgerannt sind. Erzielt hat es dieser Mann hier mit der Nummer 21, Michail Anferov. Blitzschnell vorgetragen, herrliche Körpertäuschungen. Ganz genaue Zuspiele, verzögert der Schuss hier, sodass Köpp nur noch eine sehr kleine Abwehrchance blieb. Das 6:2 an. Etwas zu spät gekommen. Anferov, aber dann trotzdem das Tor. Zum 6:2. Eine Tordublette, typisch nach dem 5:2. Die Schwenninger natürlich etwas enttäuscht. Jede Überraschungsmöglichkeit vorbei. Und das kleine Nachlassen haben die Sowjets sofort ausgenutzt. Zum 6:2, das hier Varjanov erzielt hat. Denn Fritz hatte das Duell lange Zeit mit fairen Mitteln erfolgreich gestaltet. Und als dann der Angriff der Gegner schon abgeblockt war, da hat dann Fritz doch noch ein Beinstellen produziert, einen Haken. Und muss deshalb für 2 Minuten hinaus. George Fritz, der zweitbeste Score der Meisterschaft 1982-83 in Deutschland. Er liegt unter einer Schulterverletzung und ist erst jetzt eigentlich wieder auf den Spengler Körbs hin so richtig gesund geworden. Aufgepasst nun auf die Dynamo-Kombinationsmaschinerie. Unglaublich die Genauigkeit auch der weitesten Pässe. Oh, und da wird auch noch Torhüter Köpf erwischt. Und damit kann sich auch Nikolai Varjanov in die Torschützenliste einschreiben lassen. Erneut Varjanov, muss man sagen, denn er schoss ja vorhin schon das 6:2 und jetzt knapp 4 Minuten später ist er also erneut erfolgreich. Wir können nämlich 48 Minuten lang, dann war die Partie mit dem 5:2 erst richtig gehend entschieden. Dynamo Moskau hat lange gebraucht,
für sein fünftes Tor. Abseits leider. Baumann, auch wenn er das Tor getroffen hätte, hätte nicht als Torschütze gefeiert werden können. Ein Spiel ohne große Geschichte heute Nachmittag. Nun, die Organisatoren des Spengler Cups, sie wollen eben Weltklasse Eishockey hierher nach Davos bringen. Und mit den sowjetrussischen Clubmannschaften bekommen sie diese Weltklasse. Auch mit dem kleinen Nachteil, dass oft die Spiele dieser Mannschaften jeglicher Spannung entbehren. Aber ich würde sagen, die Schwenninger haben auch heute wieder das Möglichste gemacht und krönen ihre gute Leistung mit diesem Treffer von Baumann 3 Sekunden vor Schluss noch mit dem 7:3. Schönes Tor, ein Backhand-Schuss, aber scharf. Ja, wir haben es selbst gemerkt, da fehlte noch der Tornachtrag. Nach 2:8:3 jetzt ein 7:3-Sieg von Dynamo Moskau.